Hosen, 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 Hosen. Why can't you just leave me alone? Turn the lights off, I'm not home. Can't you see I don't need your help? Hallo Brüder und Schwestern, wir sind die Toten Hosen. Willkommen hier bei MTV. Wir sind gerade in Sydney, wie man da hinten an diesem wunderschönen Bauwerk gerade erkennen kann. Und viel Spaß in der nächsten halben Stunde mit dem, was uns hier alles in Australien passiert ist. Campi war ja schon mal hier und hat auch erzählt von der Freundlichkeit der Australier, habe ich sofort am Flughafen gemerkt. Ich wurde anderthalb Stunden gefilzt. Ich dachte, jetzt muss er auch mal freundlich sein. Hab den dann gefragt, ob ich ihm helfen kann, was er denn sucht. Das fand er aber nicht lustig. Er hat mir noch so Storys erzählt. Ich wäre durch irgendeine Sperre gegangen und da wären Reste von Rauschgift. Da habe ich angefangen zu lachen. Ich wollte freundlich sein. Aber ich dachte, das glaube ich nicht. Das gibt's ja nicht. Naja, wie gesagt, anderthalb Stunden. Total abgetastet, durchsucht. Wo der zwei Minuten mit seinen Händen war, das möchte ich jetzt nicht erzählen. Also freundlich sind sie. Man muss sich die Uaptu so mehr oder weniger als einen Wanderzirkus vorstellen. Es fahren viele Bands miteinander durch die Gegend. Es gibt keinen Headliner, jeden Tag wird die Reihenfolge der Auftritte geändert. Mal fängt man den Festivaltag an, mal hört man auf. Es gibt neun internationale Gruppen, aber auch aus dem Land spielen Bands auf verschiedenen Bühnen, immer abwechselnd. Es ist also gewährleistet, dass den ganzen Tag über auf diesem Festivalgelände Krach ist. Es gibt kaum eine Minute, wo mal kein Ton erschallt. Und nebenbei geht es aber nicht nur um extreme Musik, sondern auch um extreme Sportarten. Das klasse, nach einem halben Jahr hier wieder anzufangen, ohne dass uns die Leute auf die Finger geguckt haben, wie jetzt das erste Konzert nach dieser Rheinstadion-Geschichte gelaufen ist und so. Und wir haben viel Zeit und Möglichkeit, uns wieder darauf vorzubereiten, wie es ist, wenn die Leute weiterhin wild tanzen und so und uns daran zu gewöhnen, zu spielen und zu rocken, auch wenn da unten heftiges Schubsen im Gang ist, weil das werden wir nicht verhindern können und wir müssen uns da wieder dran gewöhnen. Und das ist eine super Möglichkeit hier unten. Ladies and gentlemen from Germany, far from home, far from talents, die Toten Hosen, herzlichen Dank fürs Kommen. Ich glaube schon, dass das für den Kopf gut ist, auch mal wieder so einer von vielen zu sein, was die Bands angeht und so. Das ist wirklich sehr erfrischend. Invited them to come out and check out what the tour is like, and they've turned, I think they've fit in great with the Warp family. I mean, they're right there up with the bands. We had a great party out on a boat the other night, and they picked up some guitars and just start jamming away on the boat. I mean, good people. I mean, that's what the bottom line, this tour is all about. A lot of good people and good friends traveling around the country, kind of spreading the word, and it's really neat because the kids are starting to talk about all the shows they've seen in different countries. We want to.
alle Musiker bauen ihre Zelte selber auf. Wir haben ja einen Zeltplatz, Klein Brimborium haben wir den genannt. Und das ist schon irgendwie ganz spaßig. Das ist alles mehr so die Klassenfahrtnummer. Erinnert mehr an Jugendherberge als an Rock'n'Roll, aber ist gut. Für eine Tournee war bis jetzt definitiv zu viel Strand dabei, aber für Ferien dann wieder zu viele Konzerte. Also ist auf jeden Fall die etwas andere Tour. Und wenn ich sonst vielleicht mal aufregst, dass der Roomservice im Hotel zu lange braucht, dann hast du hier mehr Probleme damit, wie die Ameisen wieder aus deinem Schlafsack bekommst und ärgerst dich, dass du schon wieder den falschen Platz für dein Zelt ausgesucht hast. Die eine Band auf der einen Seite spielt, baut die andere auf der anderen auf und so hat man da überhaupt keine Pausen zwischen den Bands. Es geht nahtlos ineinander über. Das ist eigentlich eine Bühne, die geteilt wird und so kommen diese zwei Bühnen zustande. My name's Dickie and I'm in the Mighty Mighty Boss Tones, a band that's performing on the Australian Warped Tour. I toured with Die Totenhosen a few years back, about 4 years ago, the Rich and Sexy tour. I really don't know how that translates. I think that translates Reich and Sexy or something like that. And we got to know them years ago, and it's good to see them again. Hier ist schon ein echter Hammer, für eine englischsprachige Platte auf jeden Fall. Und wir haben das hier morgens auf dem Zeltplatz erfahren beim Zähneputzen. Da kamen gerade in Deutschland die Charts an. Und war ein gutes Gefühl. Es war eben so, dass das Lied letztes Jahr in Argentinien entstanden ist. Deswegen gab es auch immer nur einen englischen Text dafür. Und weil uns das Lied gefallen hat, haben wir es halt dann jetzt auch rausgebracht, auch aus dem Grund, um wieder zu zeigen, dass wir wieder da sind, dass es uns noch gibt und um zu zeigen, wie wir uns jetzt eben im Moment gerade so anhören. Dass die Hosen hier spielte und ich sagte mir, ja, dazu muss ich gehen und also jetzt bin ich hier. Die Show an sich ist die gleiche. Nur dass es ein bisschen eingeschränkt ist. In Argentinien war es auch eingeschränkt, aber die war trotzdem genauso gut wie die in, ich sag mal, in der Dortmunder Westfalenhalle. Ja, wir waren letztes Jahr schon mit in Argentinien, Peru und Mexiko und es hat halt super viel Spaß gemacht. Man hat viel gesehen, die Leute und so. Und dann haben wir halt gedacht, als wir gehört haben, Australien müssen wir auch hin. Und wir sind jetzt Samstag angekommen nach Sydney und fahren jetzt also auch noch nach Japan mit. Also die ganze Australien-Tour, was jetzt noch ansteht und dann Japan. Das war einer der besten Momente auf Tour, als plötzlich 10 Düsseldorfer vor der Bühne waren. Das hat Spaß gemacht.
von der Veranstalter und der Ordnungsdienst, sie waren etwas überfordert, sie hatten nicht rechtzeitig Bescheid gesagt, aber es hat alles wunderbar geklappt und es bleibt auch so. Wer einen Düsseldorfer Ausweis vorlegen kann, kommt hier umsonst rein. Das gilt eigentlich für alle, die aus Deutschland hier rüberkommen, extra für eine Show. Ich meine, wenn die so viel für eine Band investieren und sich in den Flieger setzen, dann wäre es lächerlich, hier irgendwo noch Eintritt von denen zu verlangen. Dass Australien auf jeden Fall zu den Lieblingsländern von mir gehört, wenn es nicht sowieso das beste Land ist. Es hat so eine super Kombination zwischen Abenteuer, zwischen ungewohnten Gefahren und einer Wildheit, die es hier gibt. Und gleichzeitig aber auch von den Menschen her super Entspannung. Also du hast hier fast nur freundliche Leute. Im halben Jahr hat es ein bisschen gedauert, bis wir uns so warm gespielt haben, aber gestern in Sydney war wohl schon einer unserer besseren Auftritte hier und so. Wir kommen langsam in die Gänge, ist gut hier. This all seems like, I really feel like I'm singing in the rain, just singing in the rain. Glück mit dem Wetter ist als schlechter Sommer hier verrufen. Kann uns nur helfen, es hat aber bisher nur einen Sonnenstich im Lager von Sunshine. Da musste einer ins Krankenhaus wegen Sonnenstich. Und ansonsten geht's mit den Temperaturen eigentlich. Während in Melbourne gerade 42 Grad sind, haben wir es öfter mal so bewölkt gehabt und so. Und das ist bei so Großveranstaltungen eher cooler für die Leute. Sag nur eins, ein Bondi Beach heute, jetzt gerade um diese Uhrzeit, scheint die Sonne. Ne? 32 Grad. Also ich werde euch erstmal so unsere Zelte hier vorführen. Das ist das australische Outback-Modell. Ziemlich leicht aufzubauen. Kangaroo Tent City. Das ist jetzt nicht unser Zelt, das ist von dem Podcast-Dorf. Wir können das nochmal aufmachen. Ja, das ist richtig.
This is a very good Australian band. All right, take care. Das machen wir lieber dazu, oder? Haben wir auch noch einen Camper. Der ist ganz gut, weil da hat man einen Kühlschrank, weil in den Zelten kann man nichts kühlen. Außerdem kann man seine Sachen irgendwie mal abstellen, weil im Zelt ist doch irgendwie, wer weiß, wo hier alles rumläuft. Und dafür haben wir uns den Camper geholt. Das ist sozusagen unser Aufenthaltsraum während dieser Tour. Wie man sieht, hier liegt Elmar und ruht sich aus. Das ist das Modell, ne? Mikrovan, hier oben schläft Wally. Machen wir dazu, weil er soll sich ausruhen. Hier ist ein kombiniertes Klo mit Dusche. Ne? Da müssen wir mal sauber machen, glaube ich. Und was in Australien auch ganz nützlich ist, eine Klimaanlage. Wenn wir dann in Melbourne 42 Grad haben werden, werden wir es, glaube ich, ganz gut finden, dass wir eine Klimaanlage haben. Das ist unser kleiner Renner. Wir haben es geschafft, den auf 140 hochzufahren. Am Anfang wurde nur 110, aber wir haben ihn wirklich gut eingefahren, glauben wir. Und der Kettesberger Berg braucht so 130. Alles klar. Hier ist natürlich wieder der obligatorische T-Shirt-Stand. Alle Bands haben ein bis zwei Motive. Es gibt auch keine Preisunterschiede oder so. Auch die CDs müssen alle für denselben Preis abgeben. Und hier kann man sich eindecken, wenn man will. Unsere sind natürlich die besten. Kannst du gleichzeitig ein Auto mitwaschen oder die Fensterscheiben mitputzen. Hat sich aber noch nicht so durchgesetzt in Australien, die Multi-Idee. Also wir sind jetzt hier ganz ungewöhnlich in einem Produktionsbüro, was kein Zelt ist. Es ist glücklicher Zustand heute. Wir sind in einer Basketballhalle und hier haben wir Eddie Spaghetti vom Royal Crown Review. How are you doing? How you doing, man? What's up, kids? So how's it on this tour for you to play in front of all those great kids? How are you enjoying it? Well, it's tough some days, but it's a lot of fun, you know, to give them a little education of old music, you know, older music. It's a blast, you know, except when they throw beer bottles, you know. Otherwise, it's great. Ladies and gentlemen, the Royal Crown Review. Eine der besten Bands hier auf dem Festival, meiner Meinung nach. Alles Ex-Punks, die jetzt so Swing-Musik machen. Ziemlich cool. Also, wenn die jemals nach Deutschland kommen, hingehen. Pennywise sind schon sehr oft hier unterwegs gewesen, haben deshalb wahrscheinlich die größte Fanbasis. 311, Blink 182 kennen sie hier alle. Die ziehen natürlich richtig was weg. Die Atmosphäre untereinander zwischen den Bands, die ist sowieso sehr gut. Jeder freut sich über den Erfolg des anderen, jeder hilft dem anderen und das ist auch was ich so in der Form und mit so vielen Bands auf einmal noch nie erlebt habe. Da drüben sehr talentierte Girls-Sängerin. Wahrscheinlich von der örtlichen Hippie-Gang hier, die Jungs. Aber Krach kommt da auch raus. Was
was hier die ganze Zeit auf dem Festival abläuft, das ist eben hinten die Musik und teilweise aber auch so Skate-Vorführungen oder Open Tournaments wie jetzt. Hier ist total voll, wenn die richtigen Cracks kommen, zieht das hier mindestens genauso viel weg wie die ganzen Bands hinten auf der Bühne. Dieser ganze Surf- und Skate-Spirit bestimmt eigentlich den Charakter des Festivals. Es ist also mehr ein Happening, wo die ganze Jugend aus dem Ort kommt, als dass es jetzt ein Rockkonzert wäre. Die Veranstaltungen sind auch immer Daytime-Shows, das heißt, mit Einbruch der Dämmerung, wenn man auf den Halfpipes nicht mehr mit rumfahren kann, hört auch die Veranstaltung auf. Es ist schon ein sehr eigener Spirit, aber es kommt super gut an. Letzte gab es auch schon mehrere, nicht nur bei den Skatern in der Halfpipe, da haben sich auch schon zwar den Fuß gebrochen, sondern auch unter den Bands. Campino auch wieder dabei, kleine Platzwunde hier, weil er mal wieder die Becken spielen musste, ohne Schlagzeugstock, den man normalerweise perfekt, dafür mitten nimmt. Mitten im Haaransatz, der Doc meint nachher Wenn wir hier von dieser Tournee zurückgekehrt sind nach 15, 16 Konzerten, sollten wir eigentlich wieder bereit sein, um in Deutschland Konzerte spielen zu können, dass wir so durchdrehen, wie die Leute das von uns gewohnt sind und ohne schlechtes Gefühl wieder auf der Bühne stehen. Es wäre toll, wenn wir dazu beitragen könnten, dass sich die Idee der Warped Tour in Deutschland mehr durchsetzt und bekannter wird, weil es einfach eine coole Art und Weise ist, mit den Jugendlichen gemeinsam abzufeiern und irgendwo Action zu haben. Es ist einfach ein geiles Erlebnis, es ist eine gute Alternative zu diesen altbackenen Rockfestivals, die man so bei uns kennt. Zuschauer daheim vor euren MTV-Fernsehgeräten. Das war's aus Australien. Wir gehen jetzt noch mal locker rüber ins Wasser und spucken rein. Danach machen wir rüber nach Japan und wir sehen uns im Frühjahr zu Hause in Deutschland wieder. Gib Gas. Ciao, ciao.